Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerschau, die Schlagerfieber.de-Show, die mit Gerüchten und Schlagzeilen rund um den deutschen Schlager aufräumt. Ich habe euch heute wieder was Tolles mitgebracht. Ihr seht es hier, eine Schlagzeile von der TZ. Ging diese Aktion zu weit? Beatrice Egli wird in München übel mitgespielt. Danach ist sie den Tränen nahe, hatte echt Angst. Und dann dazu dieses Foto. Ja, wir sehen eine total verheulte, eine komplett verängstigte Beatrice Egli auf dem Foto. Und allein diese Überschrift, was löst die in euch aus? Ob jetzt Beatrice Egli Fan oder nicht, wenn man die Hintergründe nicht kennt, und viele Leute kennen die Hintergründe nicht, denkt man, oh wow, okay, was ist jetzt passiert? Wurde eine Frau in irgendeiner Art und Weise belästigt? Wurde sie vielleicht sogar geschlagen? Übel mitgespielt. Was heißt übel mitgespielt? Da muss etwas richtig, richtig Schlimmes passiert sein. Und das so in die Überschrift zu bringen, das ist schon, ja, das ist schon hart. Was ist passiert? Naja, die meisten werden es schon gehört haben. Beatrice Egli hat es dann nachher sogar auf Instagram selber geschrieben. Beatrice Egli wurde ein bisschen geprankt, sagt man auf Neudeutsch. Guido Kanz hat sie auf einem Live-Konzert, das schreibt sie auch auf ihrem Instagram-Account, ihr seht das da, hochgenommen. Es sind ein paar Rocker auf die Bühne gekommen, sie haben vermeintlich die Show gestört. Und Beatrice Egli hat das sehr, sehr toll gemacht, sie hat einfach mitgemacht. Also sie hat sich nicht von den Rockern, zumindest nicht offensichtlich, verängstigen lassen, nein. Sondern sie hat die ganze Situation sehr souverän gehandelt und hat mitgerockt, hat mitgemacht. Und wir sehen das jetzt hier auch noch so ein bisschen im Video. Beatrice Egli hat diese Situation echt super professionell genommen. Und sie wusste wohl auch, dass zu keiner Zeit wirklich Gefahr bestanden hat. Zum einen waren die Rocker in keiner Art und Weise aggressiv. Zum anderen ist hier auch sehr, sehr viel Security da. Von daher ist das Ganze relativ unkritisch zu bewerten. War eine, verstehen Sie, Spaßaktion von Guido Kanz initiiert. Darüber kann man denken, was man will. Sie ist nicht das erste Mal Opfer von Verstehen Sie Spaß. Ist aber eine ganz lustige Aktion, so sieht es Beatrice Egli jetzt im Nachgang auch. Aber wenn man das nicht weiß und dann diese Schlagzeile hier sieht, Beatrice Egli wird in München übel mitgespielt und dann dieses Bild dazu, also das ist wirklich hart an der Grenze, denn alle Leser werden zuerst denken, wow, was ist da passiert, gab es da vielleicht Verletzte, wurde ihr irgendwie aufgelauert, wurde sie überfallen? Ist eine reine Clickbaiting-Schlagzeile. Man hätte auch einfach schreiben können, ja, Beatrice Egli wird von Guido Kanz bei Verstehen Sie Spaß geprankt oder ja, was auch immer. Üble Verstehen Sie Spaß-Aktion, Rocker stürmen Bühne, dann hätte man auch eine knallige Schlagzeile, aber doch nicht Beatrice Egli wird übel mitgespielt. Ich hatte echt Angst, das ist doch, geht doch ein bisschen zu weit. Wie findet ihr das? Findet ihr diese Überschrift vollkommen in Ordnung oder denkt ihr auch, ja, das hat eigentlich nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, denn diese Überschrift will suggerieren, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und will daher die Leute zum Klicken animieren. Was glaubt ihr? Was findet ihr? Lasst bitte mal einen Kommentar da. In der Schlagerschau schauen wir immer nach solchen sehr krassen Artikeln und wollen so ein bisschen das Clickbaiting unterbinden in Zukunft. Wenn euch das Thema gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und lasst auf jeden Fall eure Meinung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Schlagerschau. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.